Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hillbilly TV hier auf dem Kanal von Fuwa Forest Films. Und heute werden wir mal das EDC-Täschle schrumpfen. Und zwar um volle 75%. Jo, das war die alte Tasche. Das wird die neue Tasche. Nur halb so viel in der Breite und nur noch halb so viel in der Tiefe. Das heißt, die kleine Tasche passt viermal in die alte. Und dementsprechend wird das Material geschrumpft, dass man auch wirklich von einem EDC sprechen kann, weil in so einem Täschle hat man es noch dabei. In so einem, was muss man es schon wieder im Rucksack transportieren? Und da ist mir jetzt ein paar Mal passiert, dass ich was braucht hätte und der Rucksack hat leider nicht da war, wo ich war. Und dann habe ich natürlich wieder ins dumm aus der Wäsche geguckt und musste mich nur mit dem Messer behelfen, wo dann manchmal ein Schraubenzieher besser ist, wie mit einer Messerspitze in einer Schraube rumfriemeln. Von daher muss das einfach mit dabei am Mann sein und darum muss das ganze Ding schrumpfen. Auf die Größe von so einer kleinen Logitech Maustäschle. Macht somit nur noch 75%. Um 75% geschrumpft und macht nur noch ein Viertel der alten Taschengröße aus. Und jetzt gucken wir mal, wie man das anstelle wolle. Anfange mit dem Taschenmesser. Da mein Workchamp, voll ausgestatteter Werkzeugkasten. Eines meiner wichtigsten beiden Werkzeuge geworden ist die Zange und natürlich der Kreuzschlitz. Ganz wichtig und noch der normale Schraubendreher am Flaschenöffner. Und Klinge sowieso klar, ne? Aber das hat mir sowieso noch ein Taschenmesser mit dabei. Da geht es mir mehr um die Werkzeugfunktionen. Das hatte ich bisher in meiner großen EDC-Tasche. Ist natürlich ein ordentlicher Klopper, ne? Workchamp ist heavy. Dann hatte ich eine, das ist eigentlich schon eine kleine Taschenlampe mit 2CR123 Batterie. Hier die WorkX SOS1 von LightExpress. Gute Lampe. Hat ungefähr hier, wie man sieht, die gleiche Größe der vom Workchamp Taschenmesser, sogar noch ein bisschen länger. Dann hatten wir als Kugelschreiber, ne, ein großer ausgewachsener Tactical Pen. Gut, sowas kann man nach wie vor gut an die Hosentaschenklippe. Und immer mit dabei auch noch ein normales Gasfeuerzeug. Dazu als noch ein Erste-Hilfe-Tütle, gerade so Flasche da, ein paar Tabletten und Handschuhe. Das war als auch noch mit drinne. Und das waren jetzt so die Sachen. Ah ja, nee, noch hier hat man noch so ein kleines Tütle mit Salz, Pfeffer, Zucker und Chili-Pulver. Gut für die Pause zum Essen. Zum Nachwürzen, sowas hat man natürlich noch gebraucht. Und das sind jetzt mal so Gegenstände, die ich jetzt hier wunderbar ersetzen konnte durch kleinere Modelle. Beim Messer angefangen hier mit einem ebenfalls selbstverständlicherweise Victorinox, ne? Werde ich noch separat vorstellen. Und zwar der Deluxe Tinker. Für mich natürlich die wichtigen Werkzeuge dabei. Zange, Kreuzschlitz sowie auch der Schraubendreher und Klinge ist klar, aber natürlich um einiges kleiner. Das ist das 111er Modell, 91 mm Modell, schon mal 2 cm kürzer. Um ein Frame schmäler. Plus die etwas schmälere Griffschale und natürlich vom Gewicht her die Hälfte. Hat schon mal ordentlich geschrumpft. Feuerzeug war einfach. Dann gibt es diese schönen Mini-Feuerzeugchen von BIC. Das macht natürlich beim Feuerzeug hier auch gleich mal ein Drittel aus. Dann natürlich die Taschenlampe. Werde ich auch nochmal separat vorstellen. Das war jetzt eine Phoenix E15. Arbeitet natürlich nur noch mit einer CR123, wird dadurch natürlich super kompakt, ne? Gerade mal 50% eingespart.
in Größe. Und Stift hatte ich natürlich schon diesen coolen kleinen Kugelschreiber. Den kann man natürlich auch gut mit ins EDC nehmen. Und mein Erste-Hilfe- und Nachwurfstäschle habe ich ersetzt durch eine kleine schmale Tüte mit ein paar Pflaster und das Zeug zum Würzen und ist jetzt somit auch hauchdünn. Man muss einfach halt ein paar Kompromisse eingehen, um das in Hosentaschen taugliches Format zu kriegen. Und darum konnte ich jetzt weg von der großen zur nur noch ein Viertel so großen. Entschuldigung. Beziehungsweise kleinen Taschen. Das sind hier von Logitech. Da kommen solche kleinen Funkmäuse mit drin. So als Transporttasche. Aber die ist meistens über. Und die kann ich jetzt da prima verwenden. Währenddessen dieses Zeug hier. Alles hier drin war. Und da natürlich schon einiges an Platz braucht. Hier separat drin. Der Stift habe ich ja nicht auch separat. Aber egal, machen wir jetzt mal alles hier rein. Dann haben wir nämlich aufgeräumt. Genau. Das Feuerzeug war noch hier drin. Und dann wäre das eine richtig große, schwere Tasche. Na ja, was hatte die so? 10 oder 15 cm und 6 cm tief. Und jetzt kommt das Ganze hier in Mini-Format. Machen wir erstmal das Tütli hier rein. Bei Schmerztabletten mal nach unten, dann knicken wir das hier um. Dann können wir das nach hinten ins Wand hinten reinschieben. So. Ja, wie so eine Dönertasche wird das gefühlt. Dann passt natürlich hier gut der Super-Tinker rein mit allem Werkzeug dabei, wo ich auf Arbeit brauche. Super klein die Taschenlampe. Da ist das Big Mini Feuerzeug auch dazu rein und natürlich noch den Kugelschreiber. So. Und jetzt hat man doch wirklich ein super kleines, rutschfestes, dichtes, kleines, habe ich schon mal gesagt, glaube ich, gell? EDC-Täschle. Das jetzt sogar wirklich in eine Hosentasche passt und dort eigentlich sogar gut getragen werden kann. Mal zum Größenvergleich. Ein Smartphone hat fast die gleichen Abmessungen. Also das Täschle verschwindet hinter einem iPhone. Ne? Und wenn man ein iPhone in der Hosentasche transportieren kann, okay, es ist ein bisschen dicker, hat man auch sogar schon fast sein EDC-Täschle dabei. Dann hat man hier mal. Schlüssel hat man so sowieso dabei. Arbeit, das iPhone, EDC-Täschle und in der Hosentasche klebt ja sowieso noch das Messer fürs Grobe. Und schon hat man hier, ja, Geldbeutel habe ich noch vergessen, genau, den Geldbeutel, wo ich mein Geldbeutel, den habe ich hier. Geldbeutel natürlich noch dabei, aber den braucht man sowieso selten, da ist sowieso nichts mehr drin, ne? Vom ständigen EDC-Equipment-Shopping. Und Taschenmesser ist das hier sowieso nur noch zum Transportieren von Führerschein und Ausweis gedacht. So, und so sieht jetzt das Mini-EDC aus und vor allem ordentlich alles am Mann tragbar. Und es kommt sowieso wieder die kalte Jahreszeit, da hast du sowieso immer eine Jacke dabei. Und das Teil hier kannst du ohne Probleme jederzeit noch in der Jackentasche mit transportieren. So. War wieder mal ein etwas größeres EDC Pocket Dump Update, aber geschrumpft um 75% und die anderen Sachen, die große Ausführung, die kommt dann in meine große Every Weekend Transportkiste, die ich mir jetzt demnächst zusammenstelle, dass ich das Zeug nicht überall verteilt habe, von Wohnung bis Speicher, Keller und sonst wo. Werde ich mir das alles in eine schöne große Alukiste packen und wenn man dann fortgeht, hat man alles in einer Kiste mit dabei. Dann braucht man nicht immer suchen, wo wieder die Teller sind und das Besteck und der Gasbrenner und die Gasflasche und das Beil und was weiß ich was. Aber das gibt dann mal ein separates Update. Also wieder lang genug gequatscht. Haltet eure Taschenmesser schön scharf, EDC zusammen. Wir sehen uns wieder bei YouTube. Bis zum nächsten Mal. Fertig gut.